Guten Tag und herzlich willkommen zu Dead by... Daylight. Guten Tag und herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Hier auf YouTube zum allerersten Mal, zumindest auf meinem Channel. Ich habe ja bereits auf Twitch einige Male dieses Spiel gespielt. Jetzt seit einigen Wochen nicht. Und ich habe mir gedacht, ey, wieso nicht einfach mal wieder ein Ründchen einschmeißen und einfach mal gucken, wie es so läuft. Jetzt aber hier auf YouTube, auf Twitch werde ich es natürlich auch noch ab und zu mal spielen. Hab und zu. Ich werde es auf Twitch auch ab und zu spielen. Und wer das Spiel nicht kennt, die meisten von euch werden es höchstwahrscheinlich kennen, wer das Spiel nicht kennt, wir haben 4 Survivor und einen Killer. Ich bin jetzt heute der Killer und ich muss die 4 Survivor töten. Wir sind alle Spieler, sowohl die Survivor als auch der Killer, weil der bin ja ich, ist ja klar, habt ihr ja mitbekommen. Und mein Ziel ist, wie gesagt, alle Survivor zu töten. Und die Survivor müssen fliehen. Sie müssen Generatoren aktivieren und wenn sie 5 Generatoren aktiviert haben, dann können sie Tore öffnen und dann können sie aus meinem, von meinem Spielplatz, vom Spielplatz des Mörders, können sie dann fliehen. Und ich muss eben versuchen, sie auf meinem Spielplatz zu halten und sie möglichst in der Zwischenzeit zu töten, beziehungsweise zu opfern. Ich bin der Wraith, der Geist, mit dem komme ich am besten klar. Ich kann mich unsichtbar machen, wie man hier sieht. So, ich bin jetzt unsichtbar. Und jetzt muss ich eben versuchen, die Jungs zu finden und die Mädels. Und entweder ich schaffe es oder ich schaffe es nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß absolut nicht, wie es laufen könnte hier heute. Weil, wie gesagt, ich habe wirklich seit Wochen nicht mehr gespielt. Es gab einige Patches, da habe ich doch jemanden gesehen. Hier war doch jemand. Hallo. Fräulein. Wie geht es Ihnen? Bleiben Sie mal kurz stehen, bitte. Das wäre nett. Hier ist eine Sackgasse. Es sei denn, die haben hier irgendwas umgebaut. So, und jetzt muss ich dir hinterherlaufen. Wenn ich sie einmal treffe, dann können sie noch weiterlaufen. Wenn ich sie das zweite Mal treffe, dann liegen sie auf dem Boden. So, ja. Und wenn sie jetzt auf dem Boden liegen, dann kann ich sie mitnehmen. Und dann gibt es hier so Häkchen überall. Es gibt so kleine Häkchen, ne? An die Häkchen kann man dann die Jungs und Mädels ranhängen. So wie hier zum Beispiel. Ja, ist vielleicht, erscheint ein bisschen brutal, aber spätestens nach dem zweiten Mal... Okay. Spätestens, das sollte eigentlich durch den Oberkörper gehen. Spätestens nach dem zweiten Mal spielen ist es dann gar nicht mehr so schlimm. Dann gewöhnt man sich daran und dann geht es in diesem Spiel eigentlich nur noch um die Kompetenzen. Also es geht wirklich darum, hier das irgendwie hinzubekommen, alle Survivor zu erwischen oder eben als Survivor zu fliehen und seine Freunde zu befreien. Die anderen Survivor haben jetzt die Möglichkeit, hier diesen Menschen vom Haken zu holen. Deswegen sollte ich ein bisschen in der Nähe bleiben. Da ist es auch schon passiert. Hier, das ist Fräulein, die gerade schon hing. Und sie können natürlich mit verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel dieser Palette, können sie versuchen, mich aufzuhalten, beziehungsweise mich am Folgen zu hindern. Wie zum Beispiel so. Wir haben jetzt hier Spuren auf dem Boden. Wir haben zum einen die Blutspur, die wir gerade auf dem Boden gesehen haben. Zum anderen haben wir aber auch diese Spuren hier am Baum. Die sieht man immer. Die Blutspuren nur dann, wenn sie verletzt sind. Ja, und das Fräulein ist jetzt nun mal gerade verletzt. Ich habe sie allerdings trotzdem verloren. Ich noob. Allerdings höre ich sie. Da ist er. Seht ihr? Jetzt haben wir sie zum zweiten Mal erwischt. Ich nehme sie mal mit und hänge sie wieder an den Haken. Und das ist im Grunde genommen das ganze Spiel. Also man muss eben versuchen, jetzt die Jungs und Mädels hier fröhlich zu opfern. Und währenddessen müssen die Jungs und Mädels eben versuchen, hier zu entkommen. Das sind übrigens die Generatoren hier, die man sieht. Der ist schon so ein bisschen aktiviert und wenn sie ganz aktiviert sind, wir sehen es unten links. Einen Generator haben sie schon aktiviert, sprich 4 fehlen noch. Viel fehlen noch. Und ich muss eben jetzt versuchen, in der Zwischenzeit die Jungs und Mädels hier zu killen. Wer ist denn hier? Hallo? Okay, das ist Fräulein, die hier die ganze Zeit befreit. Das finde ich nicht so nett. Ich muss sagen, das finde ich echt nicht gut. So, lauf mal schön weiter, genau. Genau. Dich kriege ich. Dich kriege ich. Ja, gleich habe ich dich. Oh ja. Oh nee, doch nicht. Oh, sie hat... Oh Gott. Da hätte ich sie locker erwischen können. Ich habe fest damit gerechnet, dass sie die Palette umschmeißt und mich damit ausnockt. Da wird man nämlich für ein paar Sekunden, ich glaube 3 oder so müssten es sein, wird man... Oh, wo kommst du denn her? Das ist ja nett. Muss ich gerade anderen gar nicht mehr folgen. Jawohl, habe ich sie noch erwischt. Habe ich sie noch erwischt, die blöde Kuh. Komm mal her, Fräulein, komm mal her. Ach, das ist doch schön. Da vorne ist der Haken. Ach komm, wir nehmen den direkt hier um die Ecke, oder? Ja, wir nehmen den hier, komm.
was soll's. Also, wir haben jetzt, eine Person hing schon zweimal, wenn wir, also ich glaube, I was Legend hatten wir schon mal zweimal hingegangen, ne? Zum Abtrocknen. Und, wenn wir diese Person noch einmal hängen, dann wird die auf jeden Fall sofort geopfert. Kane hängt nun. Wir haben außerdem Davy verletzt und dementsprechend sollten wir uns auf die Suche nach den anderen machen. Man kann natürlich jetzt davor einfach stehen bleiben und warten, dass jemand vorbeikommt und versuchen, irgendwie die am Befreien zu hindern. Aber ich finde, zum einen haben Camper kleine Pimmels und da ich natürlich keinen kleinen Pimmels habe, mache ich sowas nicht. Und zum anderen ist es einfach auch interessanter. Und letzten Endes gibt es auch mehr Punkte letzten Endes. Letzten Endes, habe ich schon letzten Endes gesagt? Ich glaube ja. Wenn man den Jungs und Mädels einfach weiter folgt. Das macht absolut Sinn, weil dann... verfolgt man sie eben länger, man hat die Chance, sie immer mal wieder auf kaltem Fuß zu erwischen oder auch auf warmem Fuß, so zum Beispiel. Und es ist außerdem interessanter. Also es ist irgendwie spannender, weil man weiß eben nicht, erwischt man jetzt nur einen oder erwischt man keinen. Ich habe jetzt gerade jemanden erwischt. Direkt nebenan scheint sich jemand zu bandagieren. Okay, Fräulein ist jetzt komplett weg. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich sie schon zweimal hingegangen habe. Jetzt ist natürlich Pech für die, dass die direkt nebenan waren. Und ich sie gehört habe. Da höre ich schon wieder jemanden. Wo ist denn das, Fräulein? Ich höre das doch. Madame? Verdammt. Verloren. Ja, da sieht man dann auch, also... Wäre ich ein guter Killer, dann hätte ich... das ist jetzt schlecht. In der Ecke hocken ist immer schlecht, Fräulein. Weil da kommt man nicht raus. Da kann man dann einfach den Bodyblock machen. Es tut mir leid, dass ich sowas anwende, aber auf der anderen Seite, es macht einfach, die Survivor nutzen auch einfach jede Chance, um einen großartig zu trollen. Trollen, teilweise machen sie es wirklich gut, muss man einfach sagen. Deswegen muss man eben als Killer auch einfach knallhart da dann, ach, guck mal hier, ist hier noch jemand. Das ist eine Sackgasse gewesen, mein Mädel. Man muss allerdings an der Stelle jetzt auch sagen, die Survivor sind nicht allzu gut. Mag daran liegen, dass ich irgendwie tagsüber spiele. Also je später es wird, desto besser werden die ganzen Leute, die hier zocken. Zumindest war es früher so. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe seit ein paar Wochen nicht mehr gespielt. Deswegen kann es gut sein, dass es mittlerweile nicht mehr so ist. So, hier vorne haben wir Spuren. Hallo? Ich höre dich hier. Ach, hier bist du. Da ist es, Fräulein. Gut, da war gerade zwar noch jemand, aber es ist gar nicht mal so wild, weil die verletzten Jungs und Mädels sind immer wichtiger, damit man die erstmal zu Boden streckt. Ach, da ist ja noch jemand. Das ist jetzt nicht wahr. Wo ist sie hingelaufen? Ich höre dummerweise jetzt, das ist immer schwierig, ne, wenn jemand... Das war eine falsche Entscheidung, Fräulein. Das war eine falsche Entscheidung. Ich würde sagen, sie hier nehmen wir mal eben mit. Hängen mal eben auf den Haken. Ich habe im Grunde genommen auch jetzt schon gewonnen. Ne? Weil, also, wir haben Nation Vape wurde gerade nicht befreit. Entsprechend tot. Ja? Davy wird jetzt auch am Haken draufgehen. Wir können allerdings darüber nachdenken. Es gibt für den... Ach, guck mal, hat sich sogar befreit. Respekt. Das ist krass. Normalerweise, wenn man versucht, sich zu befreien vom Haken, ist es so, dass man mehr Schaden als Survivor bekommt. Entsprechend machen das die meisten nicht. Nun gab es aber keinen mehr, der sie hätte befreien können. Entsprechend einfach mal versucht und direkt geglückt. Respekt dafür, aber bringt dir leider auch nichts, Fräulein. Dass ich die Leute auf so große Distanz hier am Boden liegen sehe, liegt an meinen Perks, die ich mittlerweile mir freigespielt habe. Wie gesagt, ich spiele das Spiel natürlich nicht zum ersten Mal. Ansonsten wäre es ein bisschen schwieriger. Also es ist schon echt von Vorteil, wenn man sich so ein paar Perks freigespielt hat. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen am Überlegen, ob ich die Person... Es gibt nämlich, das wollte ich gerade sagen, es gibt nämlich kurz vor Ende... Wo habe ich ihn sie jetzt liegen lassen? Hier irgendwo, ne? Da hinten. Es gibt nämlich kurz vor Ende, beziehungsweise wenn der Letzte noch da ist, dann gibt es eine Luke, die sich öffnet. Ja? Es gibt dann eine Luke, die sich öffnet und durch diese Luke kann dann derjenige
sich ebenfalls befreien. Der letzte Überlebende. Der letzte auf dem Spielplatz, sage ich jetzt einfach mal so. Ansonsten müsste man nämlich als Survivor durch Tore hindurchgehen. Jetzt auf diesem Spielplatz hier suche ich jetzt, ich überlege gerade, ob ich diesen Menschen, der da jetzt noch zuletzt überlebt, zur Luke bringen sollte. Luke ist meistens hier am Haus. Einfach um so ein bisschen, weißt du, nochmal so ein bisschen mein Karma zu verbessern, ja. Weil wenn man ab und zu mal was für die Survivor tut, dann ist es so, dass man dann die nächsten Runden auch ganz gut spielt. Habe ich zumindest so den Eindruck. Habe ich bisher so erleben dürfen. Allerdings finde ich Luke gerade nicht. Dementsprechend können wir uns das, glaube ich, auch sparen. Ist jetzt bescheuert, hier 10 Stunden durch die Gegend zu rennen und die Luke nicht zu finden. Oder wir lassen Fräulein einfach sich befreien. Können wir natürlich auch machen. Wir sind einfach mal so nett, oder? Komm, wir machen das einfach mal. Ich könnte jetzt hier echt ein 4:0 quasi machen. Also ich könnte jetzt hier alle draufgehen lassen. Ich bleibe jetzt hier einfach stehen. Und Madame soll sich dann die Luke suchen. Ich würde da locker zum Haken kommen. Ich könnte die locker aufhängen. Aber Fräulein, die Devi, ja, die hat jetzt schon so viel gelitten. Sind wir einfach mal nicht so. Und lassen sie jetzt einfach sich frei wiggeln. Die haben nämlich immer die Möglichkeit, so, wunderbar, sich frei zu wiggeln. Und Fräulein rennt jetzt vor mir weg, weiß anscheinend nicht, dass ich wirklich sie jetzt absichtlich befreit habe. Ja? Fräulein, komm. Mach einfach. Mach einfach, komm. Genau, sie hat es hoffentlich jetzt verstanden. Ich latsch nur ein bisschen hinter dir her. Komm, mach einfach. Such einfach die Luke. Such einfach die Luke. Okay? Gut, genau. Geh zum Generator. Mach den Generator von mir aus. Okay, sie versteht es anscheinend nicht. sie hat tierisch Angst vor mir. Aber gut. Was? Wie? Hat sie disconnected? Ich glaube, sie... Hatte sie ein Disconnect jetzt? Hat sie ein Disco rausgehauen oder wie oder was? Ich glaube, sie hat ein Disco rausgehauen. Kann das sein? Das ist ja fast mal ein bisschen schade, muss ich sagen. Also das... ich hätte ihr jetzt tatsächlich die Punkte gegönnt. Sie hätte fröhlich rausgehen können. Nee, sie ist rausgegangen. Sie ist tatsächlich rausgegangen. Sie hat die Luke erwischt. Wie geil. Ey, das freut mich ja richtig. Sie konnte tatsächlich noch flüchten. Perfekt. Wunderbar. Und wie ihr gerade gesehen habt, wir haben jetzt hier zum Schluss ein paar Pünktchen bekommen, ne? Es ist so, man sammelt Ranks. Hier oben sehen wir es. Hier unten sehen wir es auch. Wir sind gerade Rank 16 mit 2 Nipples. Ja? Und wenn wir 4 Nipples gesammelt haben, dann sind wir Rank 15. Und das Beste ist eben Rang 1. Bei Rang 20 startet man. Und man kann jetzt nicht mehr so einfach downranken. Also es war sonst immer so, dass man diesen Nippel hier musste man erreichen, um einen Nippel zu bekommen. Ne, das sind die Punkte, die man in Runde hier gesammelt hat. Und dann hat man einen Nippel dazu bekommen. Wenn man den ersten Nippel nicht erreicht hat, ja, dann hätte man einen Nippel abgezogen bekommen. Jetzt ist es jetzt aber so, dass man diesen dunklen Nippel hier erreichen muss, um keinen Downrank zu bekommen. Ja. Hier jetzt in diesem Bereich hier downrankt man eben nicht, ja. Man uprankt aber eben auch nicht. Ab hier rankt man dann einmal ab, beziehungsweise bekommt einen Nippel. Und hier hinten würde man dann 2 Nippel bekommen und entsprechend dann bei 4 Nippeln einmal upranken. Das ist mittlerweile ein bisschen einfacher geworden, sprich mein downrankt nicht mehr so einfach. So, Leute, das war eine lustige Runde. So, wobei, so lustig war sie gar nicht. Sie war recht einfach, muss ich einfach mal sagen. War aber trotzdem schön. Ihr könnt ja einfach mal sagen, ob ihr weiterhin hiervon was sehen wollt. Letzten Endes ist es mir aber egal, ob ihr was sehen wollt oder nicht von Dead by Daylight, weil wenn ich Bock habe auf Dead by Daylight, dann spiele ich es einfach und dann nehme ich es auch auf. Es würde in der Zukunft dann hier und da mal so ein kleines Ründchen geben, würde ich sagen, mit unterschiedlichen Killern, mit unterschiedlichen Survivern, je nachdem, wie es eben läuft. Ich weiß schon, dass jetzt höchstwahrscheinlich das Gekreische losgeht. Ich will unbedingt, dass du mit denen und denen zusammenspielst. Ja, könnte man machen. Weiß ich aber noch nicht, weil, wie gesagt, hier auf YouTube, das wird ein extrem spontane Sache, die YouTube-Sache in Zukunft. Und mit anderen Leuten zusammen bedeutet immer Planung. Und Planung ist halt so ein bisschen, ne, ihr wisst ja. Also Leute, ich wünsche euch was, es war schön. Ich habe hier wunderbar Pünktchen abgeräumt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier bei Dead by Daylight oder in einem anderen Spiel. Auf jeden Fall aber hier auf YouTube. Oder wenn ihr Lust habt, fast jeden Tag auf twitch.tv
/derKickster auch dort mit unterschiedlichsten Games. Ich würde mich freuen, wenn ich die reinen YouTube-Menschen auch mal dort sehen würde, vor allem auch im Chat, weil da können wir dann fröhlich miteinander kommunizieren und das würde mich schon sehr glücklich stimmen. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal und tschüss.